We are the droids you're looking for. Frank hier mit einer kleinen Anleitung zum Samsung Galaxy S4. Und zwar fragen sich einige von euch vielleicht, wie komme ich eigentlich in den Recovery-Modus auf dem Smartphone? Gut, das ist eigentlich gar nicht so schwer. Also, ihr müsst das Gerät erstmal komplett ausgeschaltet haben. Wichtig, es muss einmal kurz vibriert haben beim Ausschalten. Erst dann wisst ihr, aha, es ist komplett aus. So, und jetzt gibt es wieder eine Tastenkombination, wie eigentlich auch bei allen anderen Samsung-Geräten. Dieselbe, einmal Lautstärke nach oben drücken, einmal Home und einmal Power. Und zwar alles gleichzeitig und gedrückt halten. Das halten wir jetzt so lange gedrückt, bis das Samsung-Logo erscheint. Und lassen dann sofort los. So, und je nachdem, welches Recovery-Modul ihr installiert habt, also da gibt es das normale Samsung Recovery oder Clockwork Mod Recovery oder so wie hier TWRP, erscheint jetzt etwas anderes auf dem Bildschirm. Und hier könnt ihr jetzt einige Systemeinstellungen treffen und zum Beispiel ZIP-Dateien flashen und Android-Backups, allerlei anderen Kram. Das war eine kurze Anleitung, wie ihr in den Recovery-Modus kommt. Ich bin Frank von Android Next, hoffe, es hat euch geholfen. Wenn, dann drückt doch bitte auf Daumen hoch und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Video. Please leave a message after the tone. www.androidnext.de